Hallo und herzlich willkommen zu diesem letzten Spieltagsduell der Drittligasaison 2020-21, wo heute Viktoria Köln auf Türkgücü München trifft. Die Höhenberger Jungs werden gespielt von Hasso 19, wie ihr in der oberen rechten Ecke sehen könnt. Doch sein Gegenüber ist diesmal ein echter Fußballprofi. Omar Sijadić, einer der Stammspieler bei Türkgücü München, nimmt den Controller heute für seinen Verein in die Hand. So mag man es ihm auch nicht verübeln, wenn das Spiel nicht ganz auf der gewohnten Augenhöhe stattfindet. Aber loben wir den Tag nicht vor dem Abend. Rein geht's in die Partie. Nach 10 Minuten war das Abtasten vorbei und der erste gefährliche Angriff kam. Holzweiler kann Sorge einfach liegen lassen und begibt sich auf in den Strafraum. Vollert kommt raus, aber eine Körpertäuschung und schon ist Vollert geschlagen. 0:1, die frühe Führung durch Kevin Holzweiler. Und es ging in der Folge auch gleich so weiter. Day findet wieder Holzweiler, der im doppelten Doppelpass mit Marcel Risse, da wird die Türkgücü-Abwehr da auch mal schwindelig gespielt. Eine Körpertäuschung und vorbei am Manndecker und schon ist der Ball wieder im Tor. 0:2 durch Marcel Risse. Den schweißt er da aber auch in den Winkel wie ein ambitionierter Lötkolben. Keine Chance für Keeper Vollert. Hasso hatte jetzt Blut geleckt und wollte noch weitere Tore mit der Viktoria erzielen. Türkgücü lud ihn noch weiterhin ein. Holzweiler wieder frei vor dem Kasten, nur Torwart Vollert. Aber der bleibt Sieger. Doch der Ball kommt auf Risse. Vollert ist nicht im Tor. Für Risse zieht ab und Jakob kann den Ball noch irgendwie klären. Aber Cueto gewinnt das Kopfballduell gegen sein Gegenüber und stellt auf 0:3 der 1,75-Mann, der Top-Torschütze der Viktoria, zusammen mit Wunderlich, kann hier seine Hütte machen. Türkgücü war in der Folge absolut ratlos, wie sie diesen Angriffswellen etwas entgegensetzen konnten. Und so war es Enes Tublug, der spazierte durch den 16er, macht noch einen kleinen Trick und schließt ab ins lange Eck. 0:4 durch Schlitzohr Tublug. Zu Saisonbeginn gekommen von Hoffenheim, zeigt er hier einen wunderschönen Hackentrick, um sich den Ball vorzulegen. Türkgücü steckte aber keinesfalls den Kopf in den Sand und so kam Barry hier an einen abgeprallten Ball von Day. Und das geht an Sararea, aber Mielitz ist zur Stelle und kann die Kugel entschärfen. Dieses Lebenszeichen der Münchner wollte die Viktoria nicht unbeantwortet lassen und so starteten sie ihren Gegenangriff. Day hat jede Anspielstation und entscheidet sich für den Cueto Express. Der dringt in den Strafraum ein, nimmt Maß. Wenn du den so aufs lange Eck schießen lässt, dann sage ich dir, das habe ich die ganze Saison gesehen, den macht er rein. Was man Türkgücü echt zugute halten muss, ist, sie gaben sich nicht auf. Selbst beim Stand von 0:5 in der ersten Halbzeit spielten sie weiter nach vorne. Hier sehen wir Stiljkovic auf der Suche nach einer Anspielstation. Und wen findet er? Er findet Sijadić. Nicht nur am Controller, sondern auch im Strafraum aktiv. Aber Mielitz kann klären. Und so gehörte die letzte Aktion der ersten Hälfte wieder der Viktoria. Holzweiler mit einem intelligenten Pass auf die Außenbahn findet wieder Cueto. Der Mann macht Meter wie ein Fernkraftfahrer. Da kommt der Gegenspieler. Aber Jakob kann ihn nicht vom Ball trennen. Sorge kommt dazu. Auch Sorge kann ihn nicht vom Ball trennen. Ein weiteres Tänzchen. Risse läuft ein. Cueto sieht das und Risse stellt auf 0:6. Meine Güte. Heute funktioniert alles, aber auch wirklich alles in diesem Spiel. Nach dem Kabinengang war es definitiv Türkgücü, die besser rauskam. Hier sehen wir Sliskovic und Sararea. Die beiden Routiniers wissen nicht so recht, wohin mit dem Ball. Und denken sich dann, naja, dann machen wir es unter uns aus. Zusammen mit Tosun im Dreieck. Auf einmal Sararea frei im 16er. Und es steht nur noch 1:6. Eine wirklich schöne Hütte aus dieser Kameraeinstellung noch besser zu erkennen. Doch wer jetzt glaubte, das große Erwachen von Türkgücü würde kommen, dem machte Day einen Strich durch die Rechnung. Zwei Mann nahm er selber aus, steckte durch auf Holzweiler, der nahm einen Mann zweimal aus und stellte auf 1:7 mit seinem dritten Treffer der Partie, Kevin Holzweiler. Aber damit noch nicht genug. Holzweiler leitet den nächsten Angriff ein. Doppelpass mit Risse und auf einmal hat er mehr Platz als ein Gewerbescheininhaber im Baumarkt. Er nimmt Maß, nein doch nicht. Nimmt nochmal Maß, nein doch nicht. Und dann schließt er ab. Meine Güte, sein Gegenüber schwindelig gespielt, sein viertes Tor erzielt, 1:9. Was geht denn hier ab? Die letzte Aktion des Spiels gehört Omar Sijadić und zwar nicht Omar Sijadić am Controller, sondern Omar Sijadić hier auf der linken Außenbahn. Er bricht in den Strafraum ein, er will querlegen, aber der abgefälschte Ball wird besonders gefährlich. Und Mielitz kann in höchster Not den Ball an den Pfosten klären und so bleibt es beim 1:9. Kevin Holzweiler darf die Kugel mitnehmen, mit den 4 geschossenen Toren wird das noch lange in Erinnerung bleiben und er wird mir auch in Erinnerung bleiben. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute bei RWE in der kommenden Saison und wir wollen jetzt mal von Hasso wissen, wie er das Spiel fand gegen einen echten Profifußballer. Ja, erstmal GG an meinen Gegner. Was ich im Spiel sagen muss, ich muss sagen, er muss auf jeden Fall an seiner Defensive arbeiten. Offensiv, der hatte 2-3 gute Chancen. Das eine Tor plus 2-3 Chancen. Hätte auch 3-4 Tore vielleicht machen können. Aber an seiner Defensive musste er auf jeden Fall arbeiten. Und ja, GG an ihn.